So, da sind wir wieder. Nächste Runde. Näher ranrutschen hier. Ja, komm auch mal ein bisschen rüber ans Mikro. Kümmere mich mal ein bisschen. Widme mich dem Chat. So, ich muss jetzt nur. Was soll ich jetzt finden? Ach, Krokodil. Die ist gar nicht hier drin, ne? Hier ist auch Diesel angekreuzt, das ist nicht nett. Weiß nicht, ob es im Krieg greift. Oder wo? Na, ich meine, ich hätte noch ein schönes Szenario installiert dafür. Da hier, sowas würde ich ja auch, sowas würde ich auch gerne. Die ÖBB. Ja. Und dann kommt die nächste. Guck. Holländer. Der ist so schön. Das ist so schön. Habe ich live gesehen, wo bin ich durchgefahren diese Woche durch Holland? Ja, SGM. Ja, so. Auch den anderen mit dem Buckel da oben rechts, den habe ich auch gesehen. Boah, der ist so schön. Boah. Ja, da sitzt nämlich ein Lokführer drin. Ja, dachte ich mir. Echt geil. Dafür haben die zu viele Buckel, als dass das eine Panoramakanzel ist und sich auch gegenseitig mal angeguckt, wenn die zusammengekoppelt sind. Ach, wenn die noch gekoppelt aktuell? Hast du das gesehen? Ja. Ah, krass. Also ich habe zumindest die Kabinen gesehen, dahinter, das war hinter einer Schallschutzwand. Ich weiß nicht, ob die Schallschutzwand für die Autobahn war oder für die Züge. Ja, nein, Seffen hat gerade 50 Euro an Steam überwiesen. Das ist sehr gut. Ja, es würde mich auch interessieren, was 50 Euro gekostet hat. Altenburg nach Wildau? Hey. Warum hat Steam keine Affiliate Links? Was? Warum macht Steam keine Affiliate Links? Ja. Schweine. Ja, das ist auch gut. TS 2014, ein paar Erweiterungen. Ja, so muss es sein. Was soll ich dazu noch sagen, außer angefixt. Ja, aber heute ist ja günstiger. Aber 7,50 € für TS, Alter. Das war schon ein geiles Angebot. Ne? Heute gab es eine Zeit lang für 7,50 € den Train-Simulator. Twilight Drum. Aber 27 ist auch noch ein guter Kurs. Dafür, dass du das Update immer hinterher geschoben hast. Ja. Mit Kaffee anstoßen. Ja, hat man um Tacho geguckt. Natürlich brauchen wir zwischendurch jetzt Koffein. Ja. Fahren von Willen. Ja, ich weiß gar nicht, was ich da installiert habe. Findest du was? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, das war die falsche Lok. Vielleicht war. Warum sind die eigentlich zwei, die gleichen? Ich weiß nicht. Ach, das ist wahrscheinlich die Orange, ne? Haken 722. Nostalgiezug. Intermodal. Intermodellbau. Nach Dortmund. Mhm. War das das? Bist du nicht schon mal gefahren mit den Donnerbüchsen? Nee, da sind keine Donnerbüchsen dran, aber ich bin das Szenario schon mal gefahren. Ja. Da war ein Häkchen dran. Die habe ich irgendwann mal gelöscht. Ah. Seit wann hast du eigentlich eine Brille an? Den ganzen Tag schon. Echt? Ja. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Alter, ey, wie krass. Echt? Ja. Nee. Ohne bin ich blind wie Maulwurf, hätte ich nicht hergefunden. So ein Quatsch. Ja. So dick sind die Gläser gar nicht. Haben wir 2013? Kann man das mit schon. Kunststoff lösen? Ja. Krass, das ist mir gar nicht aufgefallen. Brauchst du keine Aschenbecher mehr von Augen? Nee. Krass. Das ist mein Avatar, mein Logo hat eine Brille auf. Wir könnten mal die Webcam anmachen. Hey. Ja, mach doch. Das sollen wir mal. Ja, stimmt. Ja. Hast du das eigentlich selber designt? Ja, mit einer South Park App. Da können wir Charaktere basteln. Wir machen mal kurz die Facecam an, damit wir das... hier, das ist wieder irgendwie weggerutscht hier. Was ist bis jetzt passiert? Ja, demnächst auf YouTube. Das würde ganz schön dazu führen... So. Jetzt sehen wir das ganze Unheilbar. Ich kann das auch ein bisschen kleiner machen, glaube ich. So. Noch kleiner. Also mach groß uns kleiner, machen? Nein, mach kleiner. Die sehen schon so fertig aus um die Uhrzeit. Ja, schlimm, ne? Oh, ich muss ein bisschen zurück dann. So. Ja, wir waren hier bei der Dingenswahl hier. Da sind sie, geil. Tja, wer bis jetzt durchgehalten hat. Weiß jetzt auch, wie wir aussehen. Oder ich zumindest. Erste Mal. Ja, genau. Ja. Premiere. Boah. Ich finde ja dieses Video, wie heißt das immer? YouTube mit Facecam. Ja. Wofür? Wollen die Leute das Spiel das sehen? Ist oder toll, das ist doch toll. Ja, macht ihr. Also ich habe auch noch kein ganzes Video mit Facecam gemacht, weil ich auch denke, das lenkt einfach zu viel ab, oder?
Kommt drauf an, also ist jetzt ein Train-Simulator oder sowas, ist jetzt nichts, wo man meinen Gesichtsausdruck sehen muss. Oder wie ich Saband vor einer Expert-Line zusammenbreche oder angsterfüllt die Landebahn ansteuere. Obwohl, das würde mich ja mal interessieren. Ah, ein konzentrierter Gesichtsausdruck. Ja, also, kriegst du eine Chance. Was macht da jetzt? Versteinerte Mimik. Cool. Schlägt er in die Kamera. Doch, das wäre cool. Das würde mich auf jeden Fall persönlich... So, ich glaube, wir fahren das einfach mal. Die NSA weiß schon lange, wie wir aussehen. Meinst du? Auf dem Mitarbeiterausweis hast du doch ein Foto drauf gemacht. Wir machen einfach mal hier los, glaube ich. Ich glaube, obwohl ich glaube, das Szenario ist mit den Donnerbüchsen, das bin ich schon mal gefahren. Mhm. Aber im Livestream kann man das mal braten. Außerdem habe ich das Sound-Update für die Donnerbüchsen, glaube ich, installiert. Da gibt es ein Sound-Update? Ja! Ein tolles. Ja, siehst du, das ist nämlich hier im Winter. Steigen Sie in den Lok und rüsten Sie diese auf. Das machen wir auch. Glatt! Das ärgert mich ja immer noch, dass die E94 da so verhunzt rübergekommen ist. Sollen wir die Webcam wieder ausmachen? Oder? Siehst du das gleich? Lass mal lieber kurz. So, also, das geht irgendwie so, ne? Du musst hier erstmal den Stromabnehmer vorwählen. Frag mich nicht. Das geht hier irgendwie, ne? Tief aus, hoch. Ich glaube ja. Der ist immer so ein bisschen semi, ne? Also, ich glaube, wir müssen erstmal den anmachen. So. Dann. Hauptschalter, Pantostart. Wir müssen den hier vorwählen. Tief hoch. Das lassen die Passagiere zustellen. Okay. Dann können wir schon mal einsteigen lassen. Also wenn du was hören möchtest, brauchst du kurz. Ah, ich brauche Kopfhörer, genau. Ja. Aber ich höre auch so. Ach ja, wir das habe ich schon leiser gedreht. Lass ihn nun Passagiere einsteigen, bla bla Schmitz. Ja, der muss ja hier vorlesen. So. Aus und hoch? Nee. Ich möchte eigentlich in diese... Aber hat's denn gesagt, das auszuhalten mit der Webcam? Ja. So, ich glaube, wir machen einfach mal... Würde ich auch sagen, wenn ich auf der anderen Seite stehe. Das ist falsch. Ich kann dir da nicht helfen. Ich möchte eigentlich den anderen haben. Das ist jetzt schon Abpfiff. Ach du Scheiße, Alter. Warum geht das? Von der Dampflok links. Links werden der Dampflok los. Ah, ja, okay. Bei dir steigen sie doch noch locker lässig ein. Das ist noch die alte Gemütlichkeit aus den alten Jahren. Wir machen zwei, dann können wir schneller fahren, glaube ich. Ne? So war es doch bei der. Ja, ja. So, und jetzt machen wir einen hoch. Müsste auch die Ölpumpe gleich kommen hier. ÖP. Ja, sehr gut. Ist eigentlich nicht schlecht, dass ihr beide das macht, ja. Ja, für den einen oder anderen Dokuments lesen. Genau, so ist es. So, hier gibt es auch noch eine Führerstandsbeleuchtung irgendwo, oder nicht? Ah ja, das müssen wir auf jeden Fall noch anmachen. Hm. Ah, so. Und aber auch Führerstandsbeleuchtung mag ich auch eigentlich ganz gerne. Ach genau, da gab es diese... Nur Instrument... Ja. Nur Instrument... Hübsch, hübsch. Ah. So, ah ja genau, nur Instrumenten beleuchten, das ist doch schön. Fast modern. Schön, guck dir das an. Also ich mag ja dieses Krokodil ja so, weil die so, die ist einfach so schön, so alt, so mit Holz hier. Holz, ist das Holz? Gehe ich von aus. Könnte Holz sein, auf jeden Fall. Ganz toll. So, das nächste Signal ist immer noch rot bei dir. Hm? Das Vorsignal sagt dir schon wieder, dass das nächste Signal rot ist. Das ist perfekt. Wir können auf jeden Fall mal hinten in die... Oh! Professor Doktor hier. Ja, modisch. Modisch gekleidet. Alles ist stilgerecht, außer die Fahrgäste. Ja, das ist auch dritte Klasse irgendwie, ne? Oh. Komisch, ne? Ja. Also wenn man hier... Kannst du mal weiterspringen? Weiß ich gar nicht. Was hast du denn da dran? Die Donnerbüchsen? Ah, ja. Da kann man nur hier links, rechts machen. Die Frau... Da hinten ist die Beste. Guck mal. Jetzt ist da noch ein Silber. Wie sie grinst. Schön. Ja. Schön. Freut sich.
Ja, also Eisenbahn. Das ist auch gut so. Dritte Klasse und Freunde, das ist cool. Ja. So, Eisenbahn-Nerd. Sehen sie auch alle aus. Aber jetzt können wir auf jeden Fall losfahren, würde ich mal sagen. Ja, genau, Roseanne, so gut sieht die aus. Ja, das passt. Ungefähr. Aber keine PZB angemacht. Das eigentlich ist das hier voll die Verkaufsveranstaltung heute. Ja. Der nächste will sich den sofort holen. Ja? Krokodil oder was? Ja. Influenzo. Aber Parallelausfahrt. Ja, die fährt leider noch nicht. Die steht dann auch, die hat ein Schutzsignal im Auto. Das ist doch mal eine schöne Aufgabe. Das ist genau das, was ich meine. Das Rollmaterial passt alles dazu. Ja? Das ist in der Kurve richtig angesehen. Ja. An dem Wacker machst du halt nichts an der Strecke. Ja, der Halt in Altenburg wird auf jeden Fall ziemlich speziell, glaube ich. Ach so, nein. Das nächste Hauptsignal ist rot, ne? Ja. Ist jetzt PZB befreit, Punktekunde wird nicht verändert. SIFA hast du auch nicht, oder? Nee. Aber irgendwie normalerweise. Gab's das schon? Also, schaut mal bei PZB oder sowas, das sind schon in den 30er Jahren noch den Dampflux getestet. Ja, ja. Was war das so? Ne, ist cool. Dann sind wir der nächste Router. Du hast ja irgendwas Warmes, was bei dir vorauskutscht, würde ich sagen. Ist die Glocke belegt. Sie können nicht so abhetzen. Du kannst auch nicht richtig was geben. Ja, weiter links, das sah aus wie eine Parallelausfahrt, aber dieser gute Zug, das stimmt, da gebe ich dir recht. Zeng ist so weit, kannst du gar nicht sagen. Gewöhnungsbedürftiges Bremssystem, finde ich. Die Kiste, ja. Alles ähnlich wie bei den Dampflokschiffen. Ja. Da hat man dann so, also da entlässt man dann irgendwie die Luft und dann kann man die nochmal stoppen. Ja. So war das halt früher. Früher war alles besser. Selbst das Bremssystem. Die raucht sogar durch die Straße. Ja. Nee, wir hatten uns ja nur was anderes. Die Wildauer. Ach, den bist du da auch schon mal gefahren, ne? Die Dinger sind zum Wildauer Waldfahrer. Das war mit der Dampflok die Fahrt. Ja, genau. Ja, die sind richtig gut geworden, die Donnerbüchsen. Die habe ich mir dann auch recht spät erst gekauft, aber die gefallen mir vom Detailgrad her an. Es ist richtig gut, was der Eisenbahnberg abgeliefert hat. Machen die eigentlich noch was? Von dem das war das wenig ganze, gehört, das war dieses Jahr das. Ja. Davor gab es den Wandtender, den ich auch gezeigt hatte. Mhm. Dann gibt es noch so einen Pfannenwagen. Da muss ich erst mal schauen, was ist überhaupt ein Pfannenwagen? Die rechte, glaube ich. Geht ja gar nicht. Dann kriegen wir ja eine schöne. Gibt's nicht.
weiß ich auch nicht, wie man das mit den Krankheiten gibt. Es gibt natürlich die Möglichkeit, über 9-7 zu schicken. Oder 9-7. 9-7, wie das 9-7 heißt. Dass man bei einem anderen Team die Möglichkeit hat, zwischen Low, Middle, High und Source-Qualitäten zu schalten. Ja, da braucht man die Partnerschaft für. Da brauchen wir wirklich die Partnerschaft für? Ja. Okay. Also das habe ich auch so gelesen, ja. Also bei den Clients auf dem iOS zum Beispiel, beim iPad, dann hast du die Möglichkeit, entweder zu sagen Auto oder Source. Ja. Das ist eigentlich egal, was du, oder? Vielleicht hatte derjenige auch die Partnerschaft, den ich da über den Stream angeschaut habe. Das, ja, kann das auch sein. Ja. Es gab jetzt eine Verwarnung, ja. Wir haben eine Verwarnung? Ja, ja. Musst du drücken? Ja. Irgendwas? Hast du was eingeschaltet? Cool. Nee, das ist on the fly aktiviert, glaube ich. Also so, ne? Ja. Ja, Twitch hat ziemlich höhere Auflagen. Wie sieht so eine Partnerschaft aus, fragt gleich. Twitch hat ziemlich hohe Auflagen, um da Partner zu werden. Ja, oder $10 im Monat. Okay. Du bist auch mit $10 im Monat? Premium-Account hat oder sowas. Irgendwas gab es da, ne? Naja, man kann einen Premium-Account machen, auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass man dafür bezahlen kann. Ja, gut, dann nimmt ihr auch Geld dazu. Müssen wir mal schauen. Ja, täglich 500 plus User über mehrere Tage, dann kann man einen Antrag stellen und man muss zweimal die Woche regelmäßig streamen. Ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Wir müssen ja auch noch anderweitig arbeiten. Wir müssen auch noch Geld verdienen. Ja. So ganz nebenbei. Und dieses Luxusgut Computerspiel leisten können. Das steht so in der Prioritätenliste ganz hinten bei den Grundbedürfnissen. Auch so mit Essen und so, ne? Ja. Du musst ja immer mal Essen verdienen oder was, zumindest Geld dafür. Das wäre schlimm. Herr Weisenberg hat gerade ein aktuelles Projekt im Bau. Schreibt der HGK 69. Die Baureihe 18. Musst du die E18 sein, die 118? S36 mit Reisewagen als Rheingoldzug. Mhm. Rheingoldzüge gibt es ja jetzt schon ein paar. Schauen wir das mal nebenbei, während du da angestrengt fährst auf Wikipedia an, was uns sehr angestrengt könnte. Sogar. Da wurden einige Beine gebrochen bei der Bremsung, glaube ich. Also das ist gar nicht gut gegangen hier. Ach nein, das ist die bayerische Dampflok. Sehr gut. Ja, das finde ich gut, dass sie sich treu bleiben da. Ja. Eisenbahnwerk, dass sie so in den Epochen bleiben und dass sie... Dampfloks brauchen wir mehr. Brauchen viel mehr Dampfloks. Deutsche oder europäische Dampfloks. Ja, deutsche Dampfloks brauchen wir mehr. Ja, auf jeden Fall. Da gibt es wenig von, ne? Obwohl, hast du mal die P8 gedrückt? Die lief irgendwann nicht. War dann nur als KI einsetzbar oder sonst was. Und immer wenn ich die eingebaut habe, ist es mir dann um die Ohren geflogen. Aber das war doch dieses Glaskastel oder so, ne? Was heißt? Nee, die P8 ist eigentlich eine klassische gute Dampflok. Ich glaube, das ist eine Tenderlok. Die hat kein extra Tender mit dabei. Und was war dieses Glaskastell? Ach, das war irgendeine Triebwagennummer. Der musste was anderes dafür haben. Da gab es doch nur noch zwei in der eines kaputt gegangen oder sowas durch den Crash. Was war das? Hier, das ist die, was Eisenbahnwerk gerade macht. Ah ja, geil. Schön, die Räder an. Ja, geil. Schön bayerisch. Ja. Urgestein. Bayerisches Urgestein. Wunderbar. Ah, hier bin ich mal auf dem Güterzug aufgefahren. Ja. Preußische P8. Ja, natürlich das Saupreis-Gegenstück. Die macht ja quasi keiner, aber es ist ungefähr so ähnlich. Ah ja. Oh, nicht schlecht. Ja, zurück zum Chat. Hä? Das ist nicht ganz angeschaut. Was war? Ich hätte eigentlich auch mal einen Chat schmeißen können, für den nicht wissen, was. Ja, die nicht wissen, was Copy und Paste ist. Idyllisch.
Ja, hier in der 3-Version kann man jetzt auch von der Seite ins Kohlekraftwerk reinfahren, um die unten aufbauen zu bauen. Man kann quasi jetzt durchs Kohlekraftwerk durchfahren. Oh. Es gibt auch eine Aufgabe schon, wo dann halt auf dem Teilstück, wo du gerade bist, scheinbar ein Unglück passiert ist oder ein Zug entgleist ist und du musst dann eine Umleitung durchs Kraftwerk fahren. Oh. Ah, krass. Also wie eine schöne Umleitung. Ja. Dann musst du ja sagen, auf dem Stück nur 40 Leute. Aber dann muss das ja irgendwo angekündigt werden. Ja. Ja, dass Dampfloks schwer zu bauen sind, ich sage jetzt mal nicht, dass man etwas Influenz oder benutzt hat, das glaube ich durchaus. Die sind halt doch ein bisschen komplexer und das fängt schon beim 3D-Modell an. Das ist halt was anderes als um 4 gegen Mockkasten zu bauen vielleicht. Obwohl das auch nicht leicht ist. Ich kenne mich mit 3D-Modellierung nicht wirklich aus, dass ich das könnte. Und das Scripting, das macht es dann noch mal schwieriger, die Systeme so nachzuholen, denke ich mir. Und Dampfkessel und Druck und was ja, und die ganzen Abhängigkeiten ist doch wesentlich mehr. 60 ist auch noch klar. 60 und W, Ausfahrt nach Wildau. Ist das schon angezeigt mit dem W? Signal. Oder so? Ja, stand ein W über dem. Zwischen dem Vor- und dem Aufzug. Das ist jetzt Köpitz, aber diese Dampframme gibt es immer noch. Was hat die mich genervt? Das ist das einzige Haus, was ich. Das ist die alte Strecke, ne? Mhm. Okay. Ich weiß nicht, ob die in den neuen Box ist. Die haben mich extrem genervt. Du sollst mal bitte einen Rundumschwenk im Führerstand machen, wenn du gleich stehst. Trennschutz 2, Trennschutz 1. Oh, da muss man noch richtig Sicherung rein- und rausschrauben, wenn man es versaut. So kann man auch dazu kommen, dass erstmal eine Minute steht. Ladung. Isolatorprüfung. Isolatorprüfung. Was sind das denn für Dinge? Stromzähler? Ja. Oder hast Ampermeter? Hast du einen Fahrplan? Ja. Dann? Sollen wir weiterfahren? Dann sollten wir weiterfahren. Ja, Abfahrt 13:12 Uhr. Ja, im nächsten 13:13 Uhr. Am nächsten halt. Achso. Meinst du? Ja. Meinst du, wir sollten wirklich weiterfahren? Mhm. Ach. Können wir hier nochmal das. Also diese Verkabelung, die finde ich auch sehr schön. Also diese. Hydraulik. Ne, diese. Ja, diese Druckluftsachen und so. Rift hast, ja. Und dann anfängst du bis nach den Schaltern drehen und alles. Dran rufen. Das wird dann schwieriger mit der Maus. Das ist dann das nächste Problem, was wir haben werden. Achso. Wenn 60 da steht, können wir auch 60 fahren. Du musst sowieso gleich wieder fahren. Ja, das muss ich machen. Quasi jetzt. Wieso? 0,72. 600 Meter, bist du bald?
für eine Rundgröße waren sie nicht. Jetzt bremst du ja. Ja, die bremst ja auch wie die Hölle. Das ist unglaublich. Also das finde ich ein bisschen schade, dass ich glaube nicht, dass sie so bremst. Das heißt, hat die nicht Gewicht und R94 war ja dann, der Nachfolger war ja auch eine richtig gute Cooper-Lok. Bis dann in die 80er Jahre rein mussten. Ja, diese Robust-Lok fährt heute noch. Gab es noch die eine Doku mal über die Privatbahn, über die Dame, die sich da selbstständig gemacht hat mit einer E94? Ja, zwei mit Stück. Einer. Nee, ich glaube, sie hat zwei Stück. Die eine ist so Reparaturersatzteil. Auch bei eBay geschossen oder was? Ah, das glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Kennst du die Doku? Nee. Dann musst du dir mal in den schicken. Ja, mach das mal. Die wird nicht. Links. Die Sicherungskopie. So, ich denke, in Köpenitz West können wir die Webcam ausmachen. Ah! Ist sie nur an. Ja. Stimmt. Ja. Ich denke, die brauchen wir nicht mehr. Jetzt habt ihr uns gesehen. Ja. Und wir wollen euch ja nicht den ganzen Morgen verderben. Ja. Nerds wie andere. Halt. So. Fantastisch. Von da. Oh, guck dir das an. Ein fahrendes Schiff. Selten sieht man sowas, oder? Nein, ständig. Ja. An der Stelle bei der Brücke ständig. Ja, ja, gut, bei der Brücke schon, aber sonst selten gesehen. Schiffssimulator 2.0 sozusagen. Was machen wir dann im nächsten Stream? Dann machen wir live im Stream eine Atlantiküberquerung. Das wäre mit der noch. Titanic. Das wir wissen noch nicht, ob wir ankommen. Schiffssimulator 2.0. Ja, das wäre natürlich geil. Ey. Da können wir auf jeden Fall weiterfahren. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, den Chips-Simulator, ich weiß auch gar nicht, ob ich da Genehmigung für habe, glaube nicht. Aber wenn ich mir den mal aufhebe, einfach nur, wenn ich Nachrichten verkünden will. So als Hintergrund, oder was? Ja, so als Hintergrundvideo. Mich vorne an den Bug stelle, als König der Welt, auf der Titanic, die ist dabei. Ja. Dabei? Weiß ich gar nicht, aber ein großes Kreuzfahrtschiff ist dabei. Ah, oh, krass. Letztens hat mir auch ein User so ein Bild von einer. Hier, Wasserqualität, siehst du? Von einer AI, ja. Ja, die ist doch toll, oder nicht? Ja. Das ist doch super. Ich weiß nicht, ob die aufgrund noch viel besser ist. Was hat der User von der AI? Ja, da hat mir ein User von der AI da ein Bild geschickt, die gibt's im Train Simulator. Die AIDA? Ja. So ein AIDA-Kreuzfahrtschiff. Elbe Weser 3, oder? Nee, nee. Ich sag jetzt nicht wo. Findet es. Das Gewinnspiel. Es gibt's irgendwo. Wer es findet, kriegt eine Tüte Sachen. Flaschenpost-Simulator wäre auch eine Idee. Ne? Flaschenpost-Simulator, ganz groß. Fantastisch. Es wird viel Hülle geben. Ah, der Train-Driver weiß es. Ah, fuck, ey. Stimmt, ja, wünsche dir viel Spaß mit deinem Gewinn. Ja. Wir haben schon gedacht, wir müssen den Geldmüll selber rausbringen. Jetzt können wir den direkt der Post mitgeben. Die Tüte mit Sachen. Das kann alles sein. Dass das jemand weiß. Mann, Mann, Mann. Wir sind alle verrückt. Aber ich habe das selber auch noch nie gesehen. Aber der hat mir gesagt, so, ja. Winter ist es nie glatt, oder? Nein, auch nicht auf Stahl. Ach, Stahl auf Stahl, das ist doch sowas von winterfest. Das haftet doch quasi von selbst aneinander. Oh, Quatschluft. So, Türen auf. Können wir auf jeden Fall mal nach unten gucken, was da für Leute umlaufen. Ja, den gelben Sack, den kannst du natürlich bei eBay dann verkaufen. Robs, Gelbmüll.
Wahrscheinlich. 8000 potenzielle Käufer. 8000 minus 1. Ich will den nicht haben, ich kenne den Preis ja schon. Ne? Ja, ich Sanierung und Modernisierung der Bahnhöfe. Seht ihr mal, wie lange die Bahn für so ein Projekt braucht? Ne? Damals schon, als die Dampfloks rumgefahren sind und bei McDonald's alles noch 1 Euro Öl kostet. Produkte. Jeden Tag. Jeden Tag. Ich weiß gar nicht, ob man den Werbung hier reinklappt. Aber hier, sie freut sich. Guck. Sie freut sich über die McDonald's-Werbung. Sie hat die Preise gesehen. Sie ist auf dem Weg. Auch versenkt. Zum Wildauer McDonald's. Gibt es denn Wildauer überhaupt einen McDonald's? Ich war da noch nie vom Bahnhof weg. Es gibt doch... Auf jeden Fall, auf Hagensiegen gibt es doch diese McDonalds-Filiale, ne? Echt? Naja, also auf Hagensiegen 2.2, glaube ich. Habe ich gerade im Wurstsinn nachgefahren. Hier ist ja immer so eine komische Stelle, glaube ich. Ne? Du musst hier so eingleisig, so nachher wird es wieder zweigleisig, oder? Ja, natürlich. Hier auch ein Tunnel, damit die Leute hinten rauslaufen. Es gibt hier den einen Tunnel zum Seitenkanal. Nichts rein. Wie, warst du da nicht reingucken? Warst du da schon? Nee, aber wenn du schon die Idee hast, da reingeguckt, da würde ich ja sofort. Geschwindigkeiten unter 80 werden dann mit PZB bei mir ausgestattet. Oder unter 90. Unter 90 muss man bestätigen. Gleich. Also 80 müsste man. Muss man bestätigen, ja. Haben wir das Bild mal angeguckt. Die Sonne scheint unter der AIDA durch. Interessantes Schiff. Ja. Wie kann kennst denn du eine, die Sonne? Kennst du alle. Wie kann denn die Sonne unter 80? Kennst du eine AIDA, kennst du eine. So, das mit dem Bahnübergang hinten drin, ne? Glaube ich. Also davor. Direkt am Bahnsteig ist das. Ja, auf jeden Fall direkt. Ja, irgendwo am Bahnsteig ist dann Bahnübergang. Ist das 60 davor? Aber hier ist auch kein Schnee. Und du willst schnell. Ja, aber hier sind ja die Gleise verschneit. Sonst der Rally aus dem Forum, ja. Der macht sich da immer völlig verrückt, weil die keine Wintertexturen im Tunnel machen oder halt. Zengis, vielen Dank fürs Zuschauen. Auch dir einen schönen ersten Advent. Der Advent lockt mit seinen Angeboten. Ja, nicht vergessen, eine Kerze anzünden. Ja. Coca-Cola, Alter. Wir ziehen uns mal hier.
Halte sind ja auch ziemlich kurz immer, ne? Ja. Ja. Ja gut, ist jetzt nicht für das Player, wenn du auch gerade wenn du das selber spielst, dann stehst du hier nicht gerne 5 Minuten. Aber wir waren eine Minute. Außer du wartest vielleicht auf einen anderen Zug, dass es kreisfrei wird. Aber das ist halt immer schwierig zu timen, ne? Weil das nicht. Vielleicht kann man jetzt ein bisschen mehr machen, dadurch, dass man ein eigenes Skript damit reinbringen kann. Müssen wir mal nur lernen. Ja, das müssen wir echt. Wir haben noch nicht viel gesehen mit den Zukunftskameras. Wurde ja auch schon heiß diskutiert, dass man vor einem Video da ein paar Schwenks macht entlang des Zuges. Ich hab selber aber noch keins gesehen. Oh, ich glaube, das wird. Ich glaube, das wird nicht. Was ist denn da vorne mit dem Zug? Werden wir irgendwie auf den treffen, oder was? Vielleicht hat der noch ein Signal. Ja, komm. Hast du uns fertig? Irgendwie der stocht. Der will uns als Leder. Der will uns als Leder. Nee. Ah, nee. Das war auch schon bei dem Krokodil. Genauso wie bei der Taurus. Die Blitzer. Mhm. Bei dem Wetter darf man ja nicht mit zwei Strom abnehmen. Weil man das Krokodil braucht sowieso. Ich glaube, beide Strom abnehmen. Für die hohe Leistung. Ja. Bei dem Wetter dürfte man mit zwei Strom machen. Weißt du, das Eis von der Nacht im Kopf ist der zweite Strom. Mhm. Das steht so in der BR-103-Beschreibung. Ne? Steht das dann? Und sonst ist es nämlich verboten eigentlich mit zwei Strombatterien. Ja, ja, es gibt doch eine gute Übersicht bei TFM zur Ausbildung. Die tolle Seite, die auf die PCB sind. Ach, das hat der Mike bestimmt kopiert. Alle, glaube ich, die Seite kennen. Der ist ja richtig klasse. Sollte man sich auch mal die Biografie von dem Jungen durchlesen, der das da macht, der Standortführer, mit seinem Ausbildungsweg. Sehr spannend, auch kurz. Ja, aber die haben doch auch Köln-Düsseldorf gemacht. Verkaufen. Wer hat die eigentlich gemacht? Das habe ich bis heute noch nicht rausgefunden. Das will ich immer gerne wissen. Kai Incognito. Ich bin zu leise. Ja, es kann sein, dass ich ein Stückchen weit weg sitze vom Mikro. Kann man dafür bequem sitzen? Was ja auch nicht schlecht ist. Was geht hier durch den Tunnel? Oh, die Oberleitung. Und unsere Lok braucht die ja so dringend. Du wirst auch langsamer. Du kriegst vielleicht wirklich keinen Strom. Du musst du ja durchrollen, das Strom. Das geht einfach nur bergauf. Von der Strecke her an sich ist der aufgegeben und gar nicht so als richtiger Haltepunkt markiert. Das muss ich auswählen können. Ganz doofe Haltezone. Ja, so.
ein Versuch noch. Ja, warte, bis vorne. Bis vorne, oder? Zwei. Hast du? Wofür gibt's Haartafel? Ne? Ja. Ach, genau. Geh mal raus. Zack, zack. Ja. Naja, das ist nicht ganz Maria. Maria, hä? Aber verwandt. Gehen wir noch mal weiter. Hier? Da hinten das weiße Gebäude. Oder hier vorne, bei dem könnte auch eins sein, über der Tür. Nee, hier ist keins. Es ist echt auf der einen Seite nur eins. Wie? Renn mal durch die Kirche durch. Einmal durchrauschen. Komm, müsst der Zuschauer durch. Da oben. Ah. Da steht sie. Das ist die Verehrte? Die Mary. Aber ob das ein Wunder ist, dass die da oben vor dem Eingang steht? Also ich glaube nicht, dass sie da gefunden haben. Mit dem Rosenkränzle, ne? Aber vielleicht hat sie ja geweint. Und Tränen vergossen. Und Tränen aus den Augen. Immer wenn der Rob hier vorbeifährt, sich verbremst und die Tür nicht aufkriegt. Da weint die Maria die ohne Ende da. Was mir an den Donnerbüchsen auch ganz gut gefällt, die Zugtafel, die du da gesehen hast, wo die Strecke draufsteht und alles, das kannst du in Internet versetzen. Ne? Ja, da gibt es auch wieder eine Code-Tabelle. Da ist eine Anleitung ganz gut geschrieben. Und kann man sich ein paar Strecken raussuchen. Und da habe ich dann auch so die Aufgabe nach diesem gebaut. Nach diesen Haltepunkten. Achso, einfach auf die Tafel geguckt und dann nach. Genau. In Anleitung sind die auch alle aufgeführt, die Tafeln. Da kann man mal reinschauen in PDF. PDFs sind ja immer ganz gut versteckt im Drehsimulator. Ja. Allerdings. Das ist ein schöner Weg. Wenn man mit Aufgabenbauen anfangen will, ist das hier eigentlich ein richtig guter Abschnitt. Hier. Ja. Weil der Eingleis ist. Da kann nichts passieren. Man braucht nicht viel KI-Verkehr, der einem entgegenkommt. Mit dem Timing, das ist ja mal recht schwierig beim Aufgabenbau. Der Spieler muss ja immer passend da sein, damit das auch an der passenden Stelle sieht. Und hier in so Ecken wie St. Rudolf muss der Gegenzug halt einfach in St. Rudolf warten, bis ich da vorbeikomme und das klar ist, den Blockabschnitt frei. Aber da muss ja auch die Priorität richtig setzen auf den Zug. Ne? Ja, natürlich. Sowieso. Ja, oder gut, man selber ist der Gelackmeierte, weil man halt langsam guter Zug fährt. Höhere Prio hat, aber das ist ja dann noch realistisch. Oh, das war ein schöner Alter. Oh, das ist ein schöner Schatten. Alter, schön. Zwei Minuten Stunde. Also die Texturen sind auch richtig gut, ne? Kommt halt so, das konnte man halt noch nicht so glatt bauen. Ja. War es noch nicht so eine Metall- oder Blechfertigung, da war vielleicht einiges auch noch im Guss, oder gibt hier schon ein paar Alterungserscheinungen, dass es nicht mehr so glatt ist. Das finde ich gut, dass sie den Texturen so widerspiegelt, sonst würde man, ich glaube, es würde auch sonst unrealistisch aussehen einfach. Ja. Obwohl die Donnerbüchsen sind, glaube ich, ganz glatt, oder? Ja, aber die sind auch aus Holz, das eigentlich. Ach stimmt, da gab es auch mehrere Versionen von. Das ist aus Holz. Ich habe schon mal eins, zwei in echt gesehen, bei irgendwelchen Eisenbahnfreunden, ich weiß nicht mehr genau, bei welchen, die sowas dann wieder herrichten und alles und so. Der Oberbau, das ist meistens alles Holz. Großteil, aber so ein paar tragende Elemente natürlich schon. Aus Stahl, aber verkleidet dann mit Holz. Also ich glaube, von denen gab es auch zwei Versionen. Also einmal Stahl oder... So mehr Stahl und einmal mehr Holz ungefähr. Von den Donnerbüchsen. Oder ja, so eine gibt. Nachfolger- oder Vorgängerversion. Irgendwie so. Ja, es gibt die mit den Übergangsbrücken. Und dann gibt es die aber auch geschlossen sind. Also die geschlossenen Übergänge die haben. Die, genau. Aber ist alles in dem gleichen Paket mit drin. Dann gibt es noch so einen blauen, da weiß ich nicht genau. Vorhin stand der mal im Bahnhof. Ach, das ist so ein Werkstattwagen, genau, ja. Ne? Und ganz am Schluss mit einem Update ist noch dieser Gepäckwagen dazu gekommen und da kann man auch schon mal reinspringen. Da kann man Kollegen beim Arbeiten zusehen. So einen erhöhten Platz, so ein Bremserplatz kann oben aus dem Fenster raus und in beide Richtungen.
Keine Kamera, die so unten ist. Ich glaube, das ist immer schwierig, wenn da links und rechts ein paar Objekte da sind. Dann will er da gar nicht automatisch hinspringen. Dann macht er nur diese Ansicht von oben. Und Heckwagen, ich denke mal, die Aufgabe werden die auch vor dem Update gebaut. Der hat auch immer noch so Dampfgeräusche, ne? Wie so ein Dampflok. Das ist so ein Übergang, kann das sein? So zwischen Dampflok und... Vom Bremsen jetzt, oder? Naja, nee, von so einem... Die macht so... Also das so... Kann der Kompressor sein, oder was ja die Bremsleitung macht. Ja, ja, das ist so. Echt krass. Als hätten die das extra eingebaut, damit die Leute denken... Oder ist ein Geräusch durch die Spur stand. Genau. Hat ja auch diese Spurstange, ja, genau, an den Rädern. Ja, ja. Irgendwie sowas vielleicht. Das hat, damit sich die Lokführer wohlfühlen, oder so. Ah, das glaube ich nicht. E-Loks gibt es schon wesentlich länger. Also wenn man das so überlegt, also Siemens hat ja die erste E-Lok gebaut. Was war das für eine? Also eine ganz kleine Lütte, wo einer drauf sitzen konnte, aber auch mit Stromabnehmer. Oder mit Stromschiene, das weiß ich nicht genau, muss man mal schauen. Kleines Ding. Aber das war, glaube ich, auch schon 1925 oder sowas. Relativ früh. War noch das Problem der Elektrifizierung, aber... Ah, stimmt. War schon relativ vielversprechend, das Drehmoment angeht. Ja, das auf jeden Fall. Da haben die auch schon gerafft, dass elektrische Motoren doch sehr effizient sind. Ne? Ja, Siemens. Ne? Irgendwie muss ja Siemens auch groß geworden sein. Ja. Rumgetunnel hier, alter Schwede. Ja, das ist elektrisch. Also, Lichtloch drin. Ja, hier ist der Loch. Achso. Aber ich denke, da wird man jetzt einfach so ein Werk raus. Man sieht das ja dann manchmal beim Editor springt. Kein Easter Egg. Baut mehr Easter Eggs. Ja, weiß man nicht, ne? Vielleicht ist da wirklich so eine kleine Höhle, Tropfstein oder so. Irgendwelche Kula Lumbus. Oompa Loompas. Zuckerapfel. Von da kann man auf jeden Fall wieder ein bisschen schneller fahren. Ah, jetzt haben wir einen Link für die erste Ebene. Von 1876. Das ist ja nochmal 50 Jahre früher, als ich gerade geschätzt habe. Unsere Schattenredaktion heute finde ich richtig gut. Siemens und Halsburg, Ali. Ja, Eno. Ja, das kann man so nicht erkennen. Motor mit Rädern. Ja. Ja, ne? Ziemlich früh. Aber die ist noch kein. Ist die schon Linie gefahren, so zwischen München und Nürnberg oder so? Kleiner Rundkurs ist nach Ost schon gut 300 Meter Rundkurs. Ah, die verstehen uns nicht. Die versteht uns nicht. Inhaltlich oder?
München und Paris. Da war bestimmt noch eingleisig damals. Duckmilch. Duckmilch. Schön. Also ab 30 Leute, da kann man schon mal Leute einzeln verabschieden. Jeder kriegt da einen Gruß zugesteckt. Kleines Wortspiel. Ja, besser machen wir die Witze als nachher der Kommentarbereich. Nehmen wir den Winter aus dem Segel. Nächstes Stream kommt dann Silvester. Glaube ich aber nicht. Als hätten wir Zeit für sowas. Napfsch. Eben Essen für meinen Mann gemacht. Ich glaube, wir haben eine Kandidatin fürs Catering. Nächsten ja. Stream. Ja, fürs Catering, aber dann bleibt für uns nichts mehr übrig. Ja. Die isst doch dann bestimmt alles selber. Außerdem dürfte die auch schon ziemlich. Die dürfte schon ziemlich alt sein, ne? Die Serie ist so uralt, oder nicht? Ja, uralt. Aber ich glaube, er meint die, die hier im Waggon sitzt. Die altert nie. Ja, das ist doch die Frau. Wie? Nee. Ich glaube, sie möchte nicht Catering machen für uns. Ach komm. Nun sei doch nicht so. Oh. Also, sind wir gerade zurückgerollt? Alter. Ja, vorhin auch schon mal kurz. Ja. Ja. Schwung holen. Das geht ja. Schwung holen in der Profis ist das. Das ist der sogenannte Schwung. Das kann man sogar, glaube ich, physikalisch belegen. Das ist ein. Bergsteigung gar nicht so verkehrt. Ja? Ja? Meinst du? Ich habe das oft früher beobachtet. Bei mir verlief da auch so eine Bahnstrecke. Und die haben immer Schwung geholt. Steigung, und wenn die dabei rot halten mussten, rollt man erst ein ganz kurzes Stück zurück. Ja, aber das ist dann technisch bedingt. Nee. Um einfach die Reibung, also diese Lageenergie zu überwinden. Hast du irgendwie mal was gehört oder gelesen? Ah, ja, das ist die Frau vom Roman! So ist es. Habe ich mir eben schon gesehen. Wieso der hat jetzt was? Ja, ich glaube, wenn wir jetzt noch eine Pause machen, dann sind wir eh am Ende von den Zuschauern. Obwohl, jetzt sind schon wieder 31. Aber eben waren es 30. Ja. 32. Was ist denn los? 160. Ja, alle wieder aufgestanden. Genau. Stimmt. Die Gäste stehen auf und denken sich, die Deppen sitzen da noch immer. Geht's wieder ab.
nach oben. Ich will vielleicht 100 fahren. Ich glaube, die kann gar nicht. Wie viel darf die eigentlich hier? Hat die irgendwie Führerstand 1? Frühschicht. Geht eigentlich jetzt? Die ist dringend Frühschicht. Das finde ich ja immer schade, dass die Tür nicht aufgeht. Bei den niederländischen Loks geht das. Muss man denen ja ganz klar hier. Da sind die alle frei und springen raus. Dann muss der Reihe wieder Kapitän mit runter. Anyone speak English? Der dauerhaft 18 Sekunden kicken. Ich glaube, das wird zählen. Weißt du? Dauerhaft 18. Lassen wir. Wir warten noch mal. Der Chat kümmert sich schon. Der Chat springt schon an. Ja, was war das eigentlich, das Geld, gell? Zu mich. Warte, ich gucke mir den Mist an. Ja, jetzt geht's wieder ab. Was soll das? 36 Leute. Oh, Fragen zur deutschen Sprache. 40 Bremsen. Schreibt hinterher, aber schreibt schon. Ja. Ich war schon dabei. Ach, das wäre gelb-grün. Ja, siehst du? Das habe ich doch gerade bestätigt. Dass ich es gesehen habe, siehst du, nichts gesehen. Ziehen wir bis Ostwind durch. Ne, ziehen wir nicht. In der ersten Version war die Strecke nicht so. Die ist jetzt erst in der Version 3 erweitert worden, so nach Ostwind, dass man da fehlerfrei, sag ich mal, hinfahren kann. Da wurden ein paar Weichen korrigiert. Und auch Bahnübergänge, bei denen man immer erst anhalten musste und beim Fahrdienstleiter anrufen musste, damit er den Bahnübergang schließt. Da darf man jetzt mit 10 drüber drüber, damit er rechtzeitig schließen kann, der Bahnübergang. Ich weiß nicht. Tietisch? Was ist denn Tietisch? Was hat er da geschrieben? Influenza, was meinst du denn? Tietisch. Du sprichst fließend Tietisch? Ja. Ja. Gelernt ist gelernt, ne? Ja. Ja, willkommen beim großen Translation Stream. Nachhilfeunterricht in Deutsch. TH? Was meint der Mann damit? Ich tue nicht wissen, ja, das ist Übersetzer auf jeden Fall irgendwie, ne? So. Tu sagt man nicht, was übersetzt der? I do not know zum Beispiel, würde der so übersetzen, oder? So. Pech gehabt, ja. Sie haben verkackt. Steht da. So, rauchen und weiter geht's. Geht's. Ja, rauchst du oder rauchen wir? Oder? TH meint der. Ah, ja. Ja, ich kann kein TH. Ich kann das nicht aussprechen. Preferring. Preferring. Oder Brathering. Ich kann nicht. Das geht nicht. So, wir machen jetzt. Pause. Ich muss auf jeden Fall kurz Pausen. Weg. Und wir blenden hier auf jeden Fall mal irgendwas ein und dann gucken wir mal, was da. So, wir sehen uns ungefähr in 10 Minuten wieder, würde ich sagen, oder? Ja. Maximal. 10 Minuten. Maximal. 10 Minuten. 10 Minuten.